nur auf Illusionen übrig. Mir hat das sehr gefallen, wie sehr die jungen Leute in eine Diskursplattform gefunden haben, auf der sie sich auseinandersetzen können mit Fragen der Theologie, mit Fragen des Glaubens, aber auch mit Fragen, was das nun für sie selber auch bedeutet. Und das eben in Jerusalem. Man sieht ja, welchen Erfolg dieses Programm hat, auch nachhaltigen Erfolg. Wir wissen, wie die Lebenswege der Leute aussehen, also auch ihre Laufbahnperspektiven. Das ist alles sehr, sehr positiv und insoweit auch ein nachhaltiges Programm. Und es ist für den DAD selbstverständlich, dass man ein solches Programm dann auch nicht stoppen darf.